Herzlich willkommen zurück. Wir versuchen nun, unsere Erschöpfungskette, Hunger- und Durstproblem zu lösen. Vielleicht liegt die Lösung hinter diesem Hügel. Ansonsten müssen wir draußen kampieren. Hier liegt zumindest nicht die Lösung. Aber ein namenloser Teich. Auch das gleiche. Ja, jammer nicht. Diese Leiche hat genau gar nichts. Geil. Lauf weiter. Müde. Holz. Ich. Und hier oben schlagen wir unser Nachtlager auf. Feuer. Geh nur rein. Ah, kein Feuer auf hölzernen Oberflächen. I just need to close my eyes. Pack mal das dahin. Wir können eine Fackel verbrennen, das ist cool. Mach mal erstmal Feuer. Gut, wir haben jetzt nur noch das Problem, dass wir kaum noch was zu essen haben. Wir daran scheitern, Feuer zu machen. Jetzt mach schneller. Junge! Lagerfeuer. Die kaputte Fackel kann auch rein. Ein bisschen Agobutten-Tee machen. Oh, Kräutertee war das, glaube ich. Vielleicht werden wir dadurch auch etwas wacher. Hier haben wir einen heißen Kräutertee. Und wie sich das auf unsere Erschöpfung auswirkt, überhaupt nicht. Okay. Kein Durst mehr. Ein bisschen Hunger. Ich brauche noch Holz. Ich hoffe, das Feuer hält noch lang genug. Klingt so. Wie lange hält das Feuer noch? Das ist 8 Stunden und 45 Minuten. Ist gut. Wenn wir jetzt 8 Stunden schlafen, bis morgen früh um 6. Schön mit dem Kopf am Feuer. Und jetzt haben wir Probleme mit dem Essen.
So. Nun, lass laufen. Danke. Lauf doch einfach. Was ist hier los? Andauernd, hört auf zu laufen. Laufen wir mal hier hinten hoch. Dass hier die Menschen nichts bei haben, finde ich ein bisschen doof. Das erklärt aber, warum sie tot sind. Denn wir nehmen ja nur das mit, was uns zum Überleben hilft. Wenn die davon nichts haben, ist unpraktisch. Lauf weiter! Oh Gott. Aber dieser Weg hier sieht eigentlich schon mal ziemlich vielversprechend aus. Okay. Ach, das ist ein gefrorener Bach. Interessant. Sieht eher so aus, als würde der aus diesem Felsen heraus entspringen. Erhoffen wir uns auf dieser Seite mal etwas Neues. Werden enttäuscht. Lauf. Ja, nee. Wetterumschwung. Aber so richtig krass. Ja, das ist gut. Wie warm ist das? Es ist arschkalt. Lauf einfach weiter. Ich fände es jetzt richtig klasse. Hier ist warm. I'm gonna need to eat soon. Ja, da hast du recht. Das ist nicht der große Teich, bei dem es. Ah, nee, das ist kein Teich. Das ist Schneedüne. Gut, in welche Richtung renne ich gerade? Ja, ich glaube, wir werden verhungern. Sieht nämlich gerade richtig mies aus. Hier ist ein Zugunglück. Entleisterzug, genau. Dann kommen wir, wenn wir hier lang laufen, zum Staudamm. Goddamn freezing. Sollten wir es bis dahin dorthin schaffen. Ah, eine ausgebrannte Fackel. Ja. Rücken wird das immer gut. Und jetzt können wir so schneller vorwärts. Aber so wirklich praktisch ist es auch nicht mehr. Besonders weil im Staudamm auch nichts Essbares rumliegt. Lauf weiter. Würfel gibt es auch keine mehr, glaube ich. Besonders gibt es, glaube ich, bei diesem. Hier haben wir schon. Es gibt es bei diesem Wetter wahrscheinlich keine Vollidioten, die draußen rumrennen. Außer natürlich mir. Ja, scheiße.
wir mal hier lang. Vielleicht finden wir mehr. Lauf doch einfach konstant weiter. Was ist denn das? I think my stomach is eating itself. Das ist ungesund, glaube ich. Aber es ist noch nicht zu kalt zum Reden. Auch wenn die Anzeige was anderes sagt. Lauf einfach weiter. Ja. Ein Schneehaufen versperrt den Weg. Kann man was? Außer Holz? Ich habe das Gefühl, nicht los hier schon mal gewesen zu sein. Im Kreis gelaufen sein. Bitte sag mir nicht, dass ich im Kreis gelaufen bin. Das ist dort oben etwas. Irgendwo. Irgendwer. Mal nach ganz oben bitte. Vielleicht geht es uns dort besser. Sieht gerade nicht danach aus. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie weiter nach oben geht. Und es sieht es nicht sehr sinnvoll aus. Einfach weiter. Wir müssen schon mal wärmen. Das ist gut. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Ach doch. Ach doch. Ich glaube, hier da war es einfach nur gerade windstill. Vielleicht gibt es hier ganz oben irgendeine Hütte. Aber es sieht eher so aus, als wären wir gerade ganz oben. Hier sieht es nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas. Vielleicht kommt man hier rum. Tatsächlich rum. Ich weiß zwar noch nicht, was ich erhoffe, hier zu finden. Es könnte ja sein, dass an der Spitze irgendwas Sinnvolles ist. Nee, nee, nee. Nichts. Wirklich jetzt so. Alles gut. Das Staubdruckmesche ist geheilt. Nass mit der Endpfeifen. Heilt auf dem Staubdruckmesche. Kann ich nicht einfach Schmerzmittel gegen den Hunger einwerfen? Und gegen die Müdigkeit. Schmerzmittel gegen Müdigkeit. Klingt sinnvoll. Wir werden verhungern. Oder erfrieren. Vielleicht noch beides. Ja. Lauf gegen eine Wand. Ja, das sieht ein bisschen doof aus. So. Okay. Wirklich?
Hier offiziell noch den Knöchel verstauchen. Ja. Was geht hier rein? Echt zwei Stück. Hä? Verarsch mich nicht. Dreckspiel. Es ist nicht geplant, dass man hier hinten hingeht. So. Hier rein. Gut. Wir sind unten. Was gibt es denn hier? Noch mehr bergab? Ach, wir sind wieder hier. Gut, das hat absolut nichts gebracht. Haufen wertvolle Zeit verschwendet. Gibt's hier gar nichts. Das sieht absolut beschissen aus. Ist das hier? Ein Rucksack, ein Schokoriegel und Trockenfleisch. Gleich was essen. Hat es ja schon fast gebracht. Was ist das behindert? Bodux-Fläche. Das ist besonders windig hier. Das sieht irgendwie gut aus. Weiß mal, wo wir sind. Da sind Zäune. Das sah gerade aus, als würden wir irgendwo hochlaufen. Nee, das sieht so aus, als würden wir irgendwo hochlaufen, aber es sah gerade so aus, als würde es oben irgendwas geben. Das ist hier mein erhofftes Häuschen. Zaun? Zaun ist immer gut. Zaun grenzt Besitztümer ein. Oder schützt Leute vorm Runterfallen. Ich hoffe jedoch, dass das hier ein Besitztum ist. Hier, hoch, ja, sehr gut. Noch mehr Zaun. Vielleicht überleben wir das. Wäre voll cool. Jetzt kommt ein Wolf an, fällt uns an, wir sind tot. Oder es kommt ein Bär, mal zur Abwechslung. Wäre ja was ganz Cooles. Oder so. Geht's hier hoch? Hier geht's weiter hoch. Zaun ist gut, immer dem Zaun folgen. Auf weiter. Lauf einfach weiter. Du kommst in der Erde. Oder im Schnee. Lauf hier hoch. Runterfallen. Hätte ich schrien. Aussichtsturm. Ja, fast. Fast das, was ich mir erhofft habe. Ich hätte mir etwas weniger Wind erhofft. Und etwas mehr Wand. Oh! Diese Aussichtsform hat eine Tür. I could use this. Und ein Gewehr. Neue Schmerzmittel. Verband. Und nur noch was zu essen. Ja, komm, bitte.
Wärmung zwar richtig gut. Lad mal nach. So, was ist das hier? Messer. Wir haben. Was? Hallo? Anscheinend gar nichts. Too heavy. Einfach nicht. So. Und was sagst du? Du hast Hunger, dir ist kalt. Dann öffne mal die Dose. Ah, hier oben sollte es ja etwas wärmer sein. Fleisch, Bohnen. 666 Kilokalorien. Das Essen war bestimmt teuflisch gut. Ah, ein Wortspiel. Nun gut. Es ist noch immer nicht wirklich anständig. Wie ich finde. Wir machen hier einmal Feuer. Ach, hier mach mit der. Mach einfach mit der Zeitung. Und nochmal Wasser machen. Das können wir gut gebrauchen. Nur doof, dass wir gleich wieder erschöpft sind vom wenigen Essen. Natürlich habe ich jetzt das Feuer ausgehen lassen. Nun gut. Gleich sind wir verhungert. Und damit geht es dann in der nächsten Folge allerdings erst weiter. Nachdem wir. Ach, verdammt. Das hat beschissen. Wir versuchen das jetzt nochmal zu überleben, nochmal das Feuer anzumachen. Ich will nicht, dass du 2,3 Liter Petroleum dafür nimmst. Ja, mach Feuer. Hätte wenigstens ein bisschen von dem Wasser abkochen können. Eigentlich wollte ich die Folge beenden. Das machen wir, nachdem wir Wasser fertig gekocht und getrunken haben. So, Wasser abkochen. Trocken. So, fast wieder verbrannt. Wasser trinken. Ist immer gut. So, wir haben jetzt die Hunger. Viel dabei. Nun haben wir auch einen Schal um. Und hoffen, die nächste Folge irgendwie zu überleben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde gerne wissen, wie ich dieses Spiel speichern kann. Und verabschiede mich damit bis zur nächsten Folge.
Macht's gut. Bis dann.